Hallo liebe Leute, Marc und ich haben uns zufällig hier beim Urologen getroffen, müssen noch ein bisschen warten, die Geschäfte gehen gut. Ja, Marc Weide, kennen Sie, ist der beste junge Zauberer der Welt. Sicher, er wird bald um den Weltmeistertitel der Zauberer mitreden. Mit Zaubern. Was habe ich gesagt? Mit Reden, hast du gesagt. Marc, das ist eine Redewendung. Ja, aber wir zaubern doch. Ja, wir zaubern zusammen, also Marc und ich zaubern. Der Jürgen ist übrigens auch, um das mal kurz, ist auch ein ganz toller und guter Zauberer. Marc, ich bin ein kleiner Hobbyzauberer. Weiß ich doch, wollte nur nett sein. Ja, also Marc und ich zaubern zusammen und wir fangen mit was ganz Kleinem an, was wir zusammen machen. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das ist doch dieses Buch, was du vorzeigst, dass alle Seiten eben normal sind und dann schnippst du mal drüber und schon haben sich alle Seiten in eine Spielkarte gefärbt. Ne? Das ist doch das, was du meinst. Ja, ne? Marc, schön. Also, ja. Pass auf. Folgendes, wenn zwei Leute zusammen zaubern, dann machen die manchmal, macht einer den Fehler, dass er versucht, den anderen zu übertrumpfen. Das ist nicht gut. Das ist jetzt keine Kritik. Das ist nur ein Rat. Vom Hobbyzauberer. Marc, wir wollten zusammen zaubern. Weißt du, zusammen. Okay, das machen wir doch. Wir sind doch gemeinsam in diesem Film. Zusammen heißt so wie die Ehrlich Brothers. Jürgen, also das schaffst du auch ganz alleine. Weil du bist ja schon alleine, so alt wie die beiden zusammen. Und Marc, lass uns jetzt. Ja, nein, Jürgen, du bist ja Komiker. Komm, wir machen was zusammen. Hier, ich habe was mitgebracht. Weißt du, was das hier ist? Nein. Nein? Ich dachte, du kennst es vielleicht. Ist das kein Begriff? Bei irgendwas klingelt, aber ich weiß, ist zu lange her. Okay. Gut. Nein, ich dachte vielleicht. Also, wie wäre das denn, wenn wir irgendeinen Gegenstand durch unsere beiden Körper wandern lassen? Das finde ich unfair. Wieso? Weil der Gegenstand bei dir einen viel weiteren Weg zurücklegen muss als bei mir jetzt. Marc, jetzt pass mal gut auf. Als ich in deinem Alter war, war ich genauso schlank wie du. Und wo ist dieser junge, schlanke Mann hin? Ich habe ihn aufgefressen. Aber wie heißt es in der Zauberei? Wer was verschwinden lässt, muss es auch was erscheinen lassen. So, jetzt, super. Dann machen wir das. Ja, wir machen jetzt dieses mit dem Gegenstand, der durch die Körper wandert. Mit dem Gegenstand? Ja. Okay. Was mache ich? Du, vielleicht stellst du dich so hin. So. Super, perfekt. Ja. Sieht das gut aus? Das sieht super aus, Jürgen. Wie lange muss ich so stehen? Nicht lange, bis wir den Gegenstand haben. In dem Fall eine Münze vielleicht. Ja. Und wenn ich die jetzt durch meinen Körper wandern lasse, dann geht es halt relativ schnell. Dann sieht das so aus zum Beispiel. Ja. Aber wenn wir die jetzt in deinen Körper rübergeben, das sieht dann so aus. Das ist gespürt. Das killert. Ja, dann löscht er wieder raus. Warte. Aha. Ja. So, jetzt lassen wir sie durch meinen Körper weiter wandern. Ja. Jetzt ist sie hier. Ne, da ist was schief gelaufen. Dann wird sie hier sein. Genau. Was mache ich jetzt? Jetzt kannst du sie verschwinden lassen, indem du sie wegschniefst zum Beispiel. Wie Koks? Wie Koks. Oh, perfekt. Das ist auch sehr eisenhaltig, ne? Das ist ja natürlich praktisch. Aber Spinat kann. So, jetzt? Halt am besten die Hand drunter, das ist nicht so genau. Und jetzt einmal kurz schnaufen. Ja, perfekt. Das war doch toll. Ja, oder? So, wow, jetzt, pass auf, jetzt läuft's. Jetzt machen wir was mit dem Zauberstab. Ja. Aber Jürgen, ich sag dir, Zauberstab ist ein bisschen retro. Ne? Also das machen die Leute heutzutage nicht mehr. Die Jungen. Warum? Weil sie keinen Zauberstab haben. Ich habe einen Zauberstab. Gut. Ja. Ich werde ihn erscheinen lassen. Er ist ja schon da. Ich werde ihn jetzt verlängern. Du weißt schon, dass YouTube Schweinekram rausschneidet. Ich weiß nicht, was du meinst. Hier ist mein Zauberstab. Hm? Ach, das ist nicht schlecht. Und das Tolle ist, du kannst ihn in 2 Jahren auch als Gehhilfe benutzen. Marc, du bist dran. Ich zeig dir was mit meinem Zauberstab. Ach, der ist aber mickrig. Auf die Größe kommt es nicht an. So, und der Trick sieht so aus, dass er nämlich komplett verschwindet, der Stab. Na, jetzt müssen wir mal gut auf, mein lieber junger Freund, was jetzt kommt. Das ist schon stark. Ja. Aber vielleicht könnten wir oben mit der Blüte hier was machen. Dass wir die Blüte vielleicht, dass wir damit mit dem Tuch weiterzaubern. Ne? Das wäre vielleicht eine Überlegung. Dann haben wir die Blume auch. Ich habe eine bessere Idee. Ja.
Ich bringe einen weiteren Zauberstab ins Spiel. Das Thema hatten wir doch schon, Jürgen. Moment. Wow. Wie heißt es in der Zauberei? Alles, was erschienen ist, muss verschwinden. So wie wir. Der nächste, bitte.